Alina Zellhofer vom ORF, ich habe eine Frage an beide Herren. Jetzt stehen da zwei Ikonen des Skisports. Wenn Sie beide selbst Parallelen oder Ähnlichkeiten ausmachen müssten, welche gibt es da? Wunderbar blaue Augen haben wir beide. Kommen aus demselben Bundesland Salzburg, welches wir beide bezaubernd finden. Und ansonsten glaube ich, was ich mir halt immer abschauen habe wollen, ist einfach der Wille zum Siegen. Und ich glaube, das ist schon die größte treibende Kraft, die da Parallelen ergibt. Und ich glaube, das ist schon, sieht man bei mir, bei Hermann hat man es brutal gesehen, vor allem aus dem Stall heißen lassen. Und das ist schon so für mich persönlich der Motor und der Antrieb. Das ist ja genauso, wenn man das jetzt beobachtet, eigentlich tut man es ja viel leichter. Marcel, den kriegt man immer wieder zu Gesicht. Dann kann man sich irgendwo eine Meinung bilden, was natürlich über die Medien immer sehr, sehr schwierig ist. Ich habe das Glück, dass ich ihn ein wenig vielleicht selbst kennen habe lernen dürfen. Und von dem her muss man schon sagen, eigentlich, was er da an den Tag legt, diese Konsequenz ist sicherlich ganz was Besonderes. Einfach probieren, sich weiterzuentwickeln und weiter Rennen zu gewinnen. Das Einzige, was man, glaube ich, noch lernen muss, das ist noch seine Siege auch richtig zu feiern. Das ist das Um und Auf, dass man einmal eine Woche verschwindet nach der Saison und dass man dann wieder den Hunger hat für die neue. Das gehört dazu, weil es ist sicherlich nicht immer alltäglich. Das weiß man dann zu schätzen, wenn es ein bisschen schwieriger wird.